Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Beyond Two Souls. Wir sind bei unseren Freunden, bei den Navajo-Indianern. Sie sind quasi eine neue Familie für uns. Und wir haben nachts schon das ein oder andere Kritische erlebt, nämlich dass wir da ja wahrscheinlich alte Soldaten kennengelernt haben und es sind wohl Geister, wenn man das mal so sagen darf. Und wir werden jetzt erstmal hier zum Lunch aufbrechen und mal schauen, wie es weitergeht. So. Entschuldigung, beeilt sich ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Setz dich doch. Danke. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Boah. Scheiße. Und ja, gut, wir haben sie jetzt auch so kennengelernt, dass sie kein Wort sagt. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor. Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Okay. Jeder wohnt gerne hier draußen. Wir haben noch ein bisschen was zu verheimlichen. Dass die anderen hatten Angst davor und jetzt wollen sie in die Stadt. Ah, ja, guck mal. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Okay. Fragen wir nach waren den tote Schafen. Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Er ist jetzt nicht gerade nett zu uns. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Kann man doch erzählen. Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Das ist schon wieder so ein richtiges Arschloch. Leck mich am Arsch. Wir treffen nur solche Leute. Ach, wer meint's nicht so? Er ist okay, wenn er sich abregt. Naja. Ja, bestimmt. Tja. Ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Ja gut, sie redet eh nicht mit uns, also sind wir keinen Schritt weiter gekommen. Na toll, Joe. Okay, das klingt danach, als hätten sie Probleme mit dem Pferd hier. Gucken wir doch mal danach. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie wieder mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Natürlich. Nein. Ja, Lüge. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Ashki. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Okay. Wir nähern uns langsam an. Gucken. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Sag doch, die Frau hat Ahnung von Pferden. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Hm.
Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir übernehmen jetzt das Pferd. Bring ihn auf die Koppel. Können wir hier raus? Nö, ne? Das gemacht? Tja. Wir stecken alle voller Rätsel. Du Trottel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Ja, jetzt auf einmal. Wir können ganz schön nachtragend sein, sag ich dir. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ja. Ladies first. Kein Problem für mich. Stinkt sie oder was? So, dann gucken wir mal. Ja. Zieht sich also in der Dusche aus. Und lässt ihre Sachen da drin. Okay. Schon wieder, als wäre da jemand bei ihr. Oh. Das ist sogar so. Eieieiei. Was steht da? Crowd? Okay. Dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Das ist wieder soweit. Wir müssen uns wieder verbarrikadieren. Regeln wir das ganze Haus. Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Mhm. Wir bleiben hartnäckig. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Na, Lüge. Aber doch direkt wieder zur Tür. Okay, da hinter uns ist dieser Sandsturm. Der genau jede Nacht da eintritt, ist schon sehr, sehr strange. Sieht schon gewaltig aus. So, kommen wir hier rein? Nee. Irgendwas tun. Was schon mehr als nur gewaltig, was da abgeht. Okay.
Das ist ein richtig großes Monster. Okay. Das wird bekämpft. Okay. Ah, der hat uns... Natürlich hat er uns... gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon, Jordi. Wir sehen natürlich nichts. Scheiße. Es kommt also da rein, aber nicht ins normale Haus, okay. Puh. Komm schon, Jordi. Eieieiei. Ach, ich sollte das Laufen nicht vergessen. Muss helfen. Und wir sehen, es sind tatsächlich Navajo-Krieger, die beschützen uns. Die fighten also für uns. Okay. Wir haben es überlebt, Gott sei Dank. Meine Güte, hey. Jordi, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Nein. Du könntest tot sein. Wir mussten wissen, was hier abgeht. Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Nein. Sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jihitsu. Jihitsu. Lüge. Ihr habt Jordi. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Allerdings. Sie kennt sich sehr gut damit aus. Kennst du mich noch, Ashki? Ashki hat überhaupt keine Lust auf dich jetzt. Wir sind Freunde, oder? Nach der Geschichte von letztem Mal. Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Ja, okay. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Na, funktioniert doch. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Allerdings, Jordi. Muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Juros. Willst du mitkommen? Sicher. Machen wir. Ja. So. Dann mal dem Kerl hinterher.
Oh, mal gucken, wie lange wir hier noch reiten. Aber die Landschaft sieht ja schon sehr, sehr nice aus. Und da sind wir auch schon, ne? Also die Gyros, die sehen noch eigentlich alle ganz gut aus. Können wir das mit Aiden anstellen? Ne. Wir können uns wahrscheinlich nur zu dem Holzkopf hier setzen. Tatsächlich. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, es sah das ja danach aus. Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Und trotz all dem wollte dein Vater nie von hier weggehen? Nein. Bei ihm zählt der Spuk einfach mit zu dem Land. Wie die Felsen und der Wüstensand, das wird nicht verschwinden, also muss man einfach damit leben. Jetzt will ich dir aber. Man muss nie mit etwas leben. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Wir sagen ihm die Wahrheit. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht von mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Lüge. Nein, ich verstecke gar nichts. Naja, so gelogen hat sie jetzt gar nicht, ne? Sie hat gesagt, sie versteckt nichts. Sie geht ja eigentlich offen mit Aiden um. Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Okay. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Sie hat Yeizo mehr oder weniger überstanden. Also, warum sollte sie nicht mit dem Brunnen klarkommen? Also, der Typ traut uns überhaupt nichts zu. Er denkt, wir sind voll heilig, voll die Betrügerin und stellen so viele Fragen. Also, ich weiß nicht, was mit dem Kerl nicht stimmt. Wie gesagt, wir sind mit Yeizo klargekommen, haben das Pferd hier mehr oder weniger gezähmt. Gut, wir hatten Hilfe, ja. Ne? Aiden hat uns ein bisschen geholfen, aber trotzdem. Schauen wir mal. Wir sind an der Windmühle. Die läuft schon mal nicht wirklich. Mhm, klar. Ja, das hat der Typ jetzt auch einfach hinbekommen. Ne? Mhm. Topes. Ganz toll, Aiden. So, wunderbar. Ich wollte nicht, da kann man hier irgendwie es noch machen. Nee. Was haben wir da? Ist
ist jetzt auch nicht, das hat einfach nur so ein komischer Hügel ist. Das. Da geht's auch ein, oder? Schauen wir mal. Okay, was haben wir denn hier? Rennspiel. Das sind Opfergaben. Die Dinger, die haben wir auch schon öfter im Haus gesehen. Ist hier sonst noch was? Nee. Ach du Scheiße. Fuck. Das ist natürlich jetzt nicht live, aber... Das ist typisch. Der stand nicht Crowd, sondern Crown. Die Krone. Okay, dann folgen wir mal der Spur. Schon gewaltig hier, wie das Ganze ausschaut. Und man muss mal bedenken, das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Die Remastered-Version, die wir spielen, ist von 2015 und wir sehen, dass hier immer noch eine wundervolle Grafik herrscht. Fort Crown. Aha. Gut, die werden es nicht umsonst hier öfter angezeichnet haben. So, hier kann man irgendwas tun. So, dann schauen wir mal. Okay. Eine Existenz. Massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Jeizo? Das ist die Frage. Ob das Jeizo war. Eigentlich hier direkt. Okay, nach dem Brunnen da vorne. Ah, es leuchtet sogar. Okay.
Okay, tatsächlich. Ich muss ihn finden. Dann suchen wir nach dem geteilten Baum. Da kam die Präsenz wohl her. Alles klar. Wir werden hier das Ganze auflösen. Ist das der vorne? Der sieht schon ein bisschen geteilt aus, aber ich glaube eher nicht, oder? Naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, Georgie, wir gehen mal nach da hinten. Voilà. Und da vorne haben wir ihn. Hinter dem Stein versteckt. Ist der geteilte Baum. Aber wieso? Es ist nichts hier. Überhaupt nicht. Wir haben ja nicht an jeder Ecke irgendwelche Sachen. Zum Beispiel steht unser Pferd quasi hier genau auf so einem Zeichen drauf. Da waren wir doch gerade schon. Schon, Jordi. Wir haben ja doch Sachen entdeckt. Lass mich raten. Ja, richtig dämlich. Das war richtig dämlich. Und ich dachte, ich müsste mit Jodie dran. Klar, Aiden kann auch da dran. Oh Mann. Die Existenz war dann auch da. Das nehmen wir mal an uns oder gucken wir nur? Das nehmen wir tatsächlich an uns, okay. Das sind sie. Sie trugen diese rituellen Masken. Ja. Höchst interessant. Und jetzt gehen alle Felder hoch, okay. Sie holt sich alle Medaillons. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Ein Baby hat es. Ein Baby hat diesen Talisman. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Und
Ich glaube, ich weiß, wer das Baby heutzutage ist. Sehen, was passiert ist. Wow. Das ging alles viel zu schnell. Fuck. Ich hab's nicht verstanden. Ich schon. Es ist so undurchschaubar. Die haben ein Portal eröffnet. Ich werde den Talisman vorzeigen. Vielleicht weiß er was. Die haben ein gottverdammtes Portal eröffnet. Und deswegen ist auch Yehitsu da. Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Jetzt kommt er nämlich schon am Tag. Das ist kein gutes Zeichen. Komm schon. Weil eigentlich kommt er ja nur zur Nachtzeit. Funktioniert nicht. Ihr müsst alle ins Haus. Au, Ruhe, ey. Ihr müsst alle ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Und da sehen wir das Amulett. Wir haben das Amulett gesehen. Wir müssen aber jetzt nicht das Amulett retten, wir müssen den Vater retten. Oh Mann, wo ist er denn jetzt? Komm schon, Jody. Komm. Liegt er nicht? Wo liegt er denn jetzt? Da liegt er auch nicht. Liegt er hier? Nein. Wo liegt der Typ denn? Sag mal. Das Toilette? Wir haben noch nicht so viel Zeit, hey. Er kann ja eigentlich nur noch hier sein, aber da, ja, da geht's doch wieder runter. Ach, da liegt er. Nö. Ja, dann soll er halt sterben, Mensch. Wenn wir ihn nicht finden, dann müssen wir gucken, was wir hier... Sie hat das Amulett nämlich an. Die Decke. Die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Oh. Wie auch oh. Ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Strichmännchen gemacht. Fünf Ecken. Das Portal eröffnet.
riefen Yeizu her. Sie waren verloren, voller Hassgefühle auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Yeizu ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit haben. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ja, das haben wir jetzt mehrfach gesehen. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lange nach mir. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ist klar. Ich höre ihn kommen. Naja. Der ist unterwegs. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Heute beenden wir es. Heute beenden wir die Zeit von Yeizu. Die sind alle völlig irritiert. So, genau, einmal der Kreis. Und dann Wasserstrichmännchen. Das war's. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Ja, das ist doch genau richtig, Jodie. Jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben meinen Talisman. Es muss eine Seele auf jedem Platz sein. Wir sind nur zu viert und fünf Talisman. Ja. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abschluss des Rituals. Lüge. Wir haben die fünfte Seele. Fuck, uns fehlt noch eine Seele. Lüge. Wir haben die fünf Seelen. Shimazani, fangen Sie jetzt mit den Gesängen an. Das Portal ist eröffnet. Das Portal ist jetzt offen, Jodie. Und jetzt muss er. Du hast es. Jetzt muss er da rein. Oh, das ist ein. Das ist jetzt ein Fight. Das ist jetzt ein gottverdammter Fight. Junge, Junge, Junge. Yes! Rein mit dir! Geh zu, rein mit dir! Yeah.
Jawoll! Bam! Yes! Damit haben wir es geschafft. Wir haben Jezu besiegt. Gott sei Dank. Aber, wie wir sehen, sind alle verdammt mitgenommen. Und das ist nicht das Einzige. Der Vater ist ja auch noch im Haus. Die Großmutter. Shimazani. Ei. Jody! Nicht sicher, ob wir das hätten verhindern können. Ich glaube eher nicht. Trotzdem echt scheiße. Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Ja, und das machen wir auch. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis dann.